So, hi zusammen, ich bin's wieder, Rolf von Kreativbüro. Und heute machen wir mal weiter noch mit unserer 2.8er-Serie, weil die 2.9er noch immer spinnt. Folgendes: Wir werden heute versuchen, ein Gemälde zu machen. Und zwar nicht mit Filtern direkt, sondern wir malen das. Das wird das Endergebnis sein. Und das hier ist das Original. So, also löschen wir mal die Sache hier. So, wir haben dieses Bild im Original. Und was machen wir als erstes? Als erstes duplizieren wir uns diese Ebene einmal. Zack. Dann gehen wir auf Filter, Gimmick. Dann gehen wir hier auf Color Grading. Und zurücksetzen. So sieht die Sache normal aus. Wir nehmen die Highlights. Gehen wir den Highlights ganz nach oben. Wir nehmen die Schatten. Und ungefähr auf 20. So, dann gucken wir mal, mit Schwarz brauchen wir nichts, können wir lassen. Kontrast können wir auch noch ein bisschen erhöhen, aber nicht so viel. So, ungefähr auf 10, 11, 10. So, Gamma können wir auch lassen. So, okay, das war es schon mal für den Anfang. Bestätigen wir mit OK. So. Und nun schalten wir diese Ebene aus. Gehen auf unser. Nein, machen wir erstmal noch die Farben. Gehen wir auf Kurven. Und ändern. Hoppla. Abbrechen. Nochmal. Farben. Kurven. Und ändern unser Bild ein bisschen. So. Und jetzt auf OK. So, und nun gehen wir auf unser Verschmieren-Pinsel, also auf diesen Finger. Gehen mit der Deckkraft, normalerweise ist die Deckkraft ganz oben, gehen mit der Deckkraft runter auf circa so 35, 30. So, das Gewicht runter. Die Größe können wir jetzt am Anfang mal so, ja, je nachdem, wie ihr es wollt. So, und nun fangen wir an. Mit leichten Bewegungen machen wir hier oben jetzt, ich mache es mal größer, verschmieren wir jetzt hier oben. Soweit alles passt auf die Augsbrauen auf und bleibt immer so in einer Linie. Dass ihr es mal seht, was wir jetzt da damit gemacht haben. Ja. Ja, und hier ist noch das bearbeitete Bild. So. Und so arbeiten wir jetzt mal Stück für Stück das ganze Gesicht raus. Fahrt immer ungefähr den Strukturen nach. Und ihr seht es hier, was passiert. So, an den Ohren machen wir es jetzt ein bisschen kleiner. Sonst verschmiert es. Auch hier die Gesichtskontur fahren wir nach. Und ihr seht, wie weich es wird. Jetzt bei den Lippen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier fahren wir rum. An den Augen gehen wir noch ein bisschen kleiner und fahren hier an den Augen schön rum. Machen hier ziemlich alles weich, was weich zu machen ist. Gehen auch mal in die andere Richtung. Ihr seht es.
Einziges, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist hier bei den Wimpern. So. Gut, das eine Auge. Und auch beim anderen Auge fahren wir erstmal hier runter. Und dann machen wir hier oben alles schön weich. Dann über die Augenlider. Und auch hier wieder ganz vorsichtig die Wimpern. Es soll ja auch aussehen wie gemalt. Nochmal Vergleich. Ah, haben wir ja schon mal sehr viel erreicht. Jetzt machen wir noch die Haare. Dazu können wir ein bisschen größer gehen. Und bei den Haaren dasselbe. Nur müsst ihr aufpassen, dass ihr immer in die Haarrichtung mitgeht. Da wir sonst nicht diesen weichen Effekt haben. Achtet auch darauf, dass ihr jetzt nicht mehr so sehr in das Gesicht reinfährt. Deswegen jetzt am Anfang erstmal mit dem großen Pinsel. So, und auch hier unten natürlich diese Richtung und diese Richtung. Somit nehmen wir teilweise die Struktur der Haare gerade wieder mit. Bisschen kleiner machen jetzt hier. Und hier dasselbe Spiel. Auch wieder schön weich zeichnen. Die Locke natürlich alles schön nachzeichnen, damit wir die Struktur erhalten der Haare. Klar, man könnte jetzt auch mit einem Filter arbeiten, wobei ich aber, wenn ich von Hand arbeite, mehr das Gemälde wirklich hinbekomme, wie wenn ich mit einem Filter drüber gehe. So. Der Unterschied ist schon extrem. So, jetzt machen wir hier unten noch die Finger ein bisschen. Machen hier noch ein bisschen diese Unschärfe rein. So. Augen haben wir, Nase haben wir, müssen wir noch den Mund machen. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr immer in der Lippenrichtung ein bisschen verschmiert, weil es ansonsten unnatürlich aussieht. Ah. Was können wir noch machen? Wir haben noch hier außen unseren Rand, das Blaue. Das verschmieren wir jetzt auch noch ein bisschen. So, hier unten können wir dann auch noch hingehen. Ja. Ergebnis schon mal gar nicht so schlecht. Nun gehen wir noch auf Farben, Kurven. Und arbeiten noch ein bisschen die Farben raus. Okay. Und nun, Jimmick. Können nochmal über Color Grading machen. Dann wird es nochmal intensiver. Und dann Filter, Jimmick, Polaroid. Okay. Ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, gebt mir einen Daumen hoch. Tschüssi, bye bye, euer Rolf.